Mann, dann kommt er mit den Nachrichten. Kann ich da bin dabei. Mich kotzt das so langsam so richtig an. Dieselbe Scheiße, Tag für Tag, Woche für Woche. Und danken tut's hier keiner. Meine Kollegen, die sind ignorante Arschlöcher, die einen einfach nicht verstehen wollen. Hände hoch! Die ist nicht echt! Ich raste hier noch aus. Hey, ist das so ein Überfall? Halt, Polizei, Waffe runter! Wie lange wird die Reparatur in etwa dauern? Tage, Wochen. Oh Mann! Ja, das ist ein altes Gebäude und ohne Leitungsplan. Mit Leitungsplan dagegen dauert sowas höchstens ein paar Stunden. Was? Jetzt sag nicht, dass du hier einen Leitungsplan hast. Ich hab das alte Ding im Keller von meinem Vater gefunden und da hab ich gedacht, ich schau schon mal nach dem Fehler, nicht wahr? Kannst du das denn? Und? Alles repariert. Ich mach den Kasten gleich zu. Steffen Essigbeck musste für seine Rolle vor allem präzises Rudern lernen. Am Anfang dachte ich schon, wow, Hilfe. Aber es ging dann. Also am Anfang, die ersten paar Mal, die waren dann doch sehr schwer. Es hat so Betonpfeiler im See. Und ich hatte das Glück, dass ich an der Generalprobe, als ich von der Bühne wollte, auf so einem Betonpfeiler aufgesessen bin und dann wirklich total festhing und nicht mehr wegkam. Ich habe gerudert und nebenbei per Funk durchgegeben, dass ich irgendwelche Techniker brauche, die mir jetzt helfen, weil ich da vollkommen festsaß.